Das ist die Harira-Suppe. Sie ist jetzt fertig. Dazu wird ein Stück arabisches Brot oder auch Fladenbrot gereicht. Diese Suppe schmeckt sehr lecker. Es ist immer angebracht, in zum Ramadan eine Suppe und etwas Herzhaftes zu essen. Den Maklube, das zeige ich euch nachher noch. Das ist erstmal die Suppe. Wie gesagt, die Zutaten verlinke ich euch unter den Link. Das ist die marokkanische Suppe, Harissa oder Harira genannt. Die schmeckt super, die schmeckt echt lecker. Die solltet ihr mal probieren. Auch hierzu gebe ich euch die Zutaten mit, verlinke ich euch die Zutaten mit in den Link. Bis später.